Yo Freunde, was geht ab? Willkommen auf jeden Fall auf dem Kanal ID Night und heute dachte ich mir, gibt's so ein besonderes Video, Leute. Und zwar wollte ich euch heute einfach mal zeigen, Leute, wie ich mal meinen Traumwagen von Mercedes konfiguriere. Ihr alle wisst, Leute, ich fahre schon seit circa 1,5 Jahren einen CLA 45 AMG und ich liebe dieses Auto. Also ich feiere das dafür, dass es ein Vierzylinder ist, hat es einfach den besten Sound, den man sich vorstellen kann. Und allgemein, Leute, ich feiere einfach die Modelle und die Richtung, die Mercedes aktuell geht mit den ganzen Designs und dem Infotainment-System, dem MBUX und alles drum und dran, feiere ich einfach, was Mercedes gerade macht und deswegen möchte ich Mercedes einfach quasi treu bleiben. Und den CLA, den ich aktuell habe, den werde ich jetzt nicht mehr lange fahren, also in 1-2 Monaten, Leute, werde ich den auch wieder abgeben müssen. Und deswegen habe ich mir gedacht, heute konfiguriere ich mir nämlich meinen neuen Wagen, beziehungsweise meinen neuen Wunschwagen. Ob ich den am Ende bekomme, weiß ich gar nicht, Leute. Ob ich den lease, vielleicht VIP-Leasing, ich weiß es nicht, Leute. Aber deswegen dachte ich mir, heute gibt es auf jeden Fall eine Konfiguration. Und zwar wird es nämlich, Leute, der CLA 45S sein. Das ist so das Fahrzeug, was ich mir persönlich wünsche. Und ich dachte mir, wir konfigurieren den in der Ausstattung, die ich mir wünsche, Leute. Und falls es euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch diesen Kanal kein Abo dagelassen habt, dann lasst kostenlos ein Abo da, Leute. So, hier haben wir den CLA 45S, 421 PS und soweit ich weiß, Leute, beschleunigt der von 0 auf 100 in 4,0 oder 3,9 Sekunden. Es ist einfach unnormal, Leute, dafür für einen Vierzylinder, dass man so eine Leistung raushaut. Und da sehen wir jetzt schon, wir haben hier diesen wunderschönen Panamericana Grill, der ist jetzt neu dazugekommen mit dem CLA. Feiere ich übertrieben, weil der sieht einfach dann aus wie ein richtiger CLS. So, und auch, Leute, das Heck ist einfach der Wahnsinn, diese 4 Auspuffe und natürlich auch die Lichter. Ich mach mal kurz hier die Lichter an. Es ist einfach zu heftig, Leute. Das ist definitiv mein absoluter Favorit von Mercedes, den es gibt. So, hier kann man allerdings am Anfang direkt schon Pakete auswählen. Da Licht- und Sichtpaket, Sitzkomfortpaket, Spiegelpaket, packen wir alles drauf. Aktuell ist er bei 66.000 Euro, aber ich glaube, der wird auf jeden Fall nochmal einiges mehr wert sein. Navigations-Premium-Paket, das packen wir noch mit dazu rein. So, Aerodynamik-Paket packen wir auch rein, finde ich richtig cool. 360-Grad-Kamera nehmen wir auch mit dazu, Leute. Ich bin ja schon einmal im C63 mit der 360-Grad-Kamera gefahren. Und da muss ich einfach sagen, wenn man das einmal gehabt hat, dann will man nichts anderes mehr haben. Es ist einfach wie in einer anderen Welt, wenn ich so einen McDrive reinfahre und ihr denkt, ey, die Kurve wird ganz knapp, die Felgen können vielleicht anstoßen. Ihr könnt einfach alles sehen. Das ist so ein Komfort, da kann man dann irgendwann nicht mehr drauf verzichten. Ich packe mal die ganzen anderen Pakete auch noch mit rein, die immer dabei sein müssen. Bin persönlich noch nie so einen Wagen Probe gefahren, aber Leute, ich fahre den alten CLA 45S. Was schade ist, ist halt die ganzen EU-Richtlinien, dass der Auspuff etwas gedämpfter sein wird durch die EU-Richtlinien, weil da jetzt ein OPF-Filter eingebaut werden muss. Aber ich habe mir den Sound mal angehört und ich finde, was AMG daraus dann gemacht hat, ist wirklich gut. Also wirklich, man kann sich den Sound trotzdem noch geben und es gibt ja auch noch diese Systeme, dass der Motorsound abgegriffen wird, also es ist kein Fake-Sound und im Inneren dann quasi verstärkt wird, was jetzt nicht cheaten ist, weil man hört quasi immer noch den richtigen Motorsound. Der wird halt nur im Innenraum verstärkt. So, jetzt geht's zu den Farben und Freunde, ich bin ein wirklich experimentierfreudiger Mensch. Ich bin jemand, der ist jetzt vielleicht lange Zeit ein schwarzes Auto gefahren und ich werde dieses Mal nicht schwarz nehmen. So, Designo Montan Grau Magno, boah, das sieht richtig geil aus, muss ich einfach sagen. Aber ist halt auf Dauer schwierig zu reinigen. So, was haben wir hier? Dieses Blau Metallic, bin mal gespannt. Nee, das ist auch nicht so mein Fall. Silber generell nicht, Polarweiß, das ist schon nice. Also ich feiere Polarweiß wirklich. Im Polarweiß würde der Wagen wirklich geil aussehen, muss ich einfach sagen. Aber AMG hat es einfach geschafft, in dieser Generation eine Farbe rauszubringen, die ich persönlich, Leute, ist persönlicher Geschmack. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich persönlich, die haben mit diesem Gelb es einfach wirklich getroffen. Wenn man da jetzt noch schwarze Felgen dazu packt, dann sieht der richtig sportlich aus. Ich habe den schon in der A-Klasse gesehen, wie der in dem Gelb aussieht. Und vor allem das Heck, Leute. Oh mein Gott. Also wirklich, mein Herz geht da schon auf, wenn ich den Wagen suche. Also ich will am besten nichts anderes fahren. Natürlich nur, wenn ich die Möglichkeit habe. Und wenn ich eventuell auch ein gutes Leasing-Angebot bekomme, weil ich bin einfach ein riesen Autofan. So, dann gehen wir mal zu den Rädern. Und da gibt es wirklich, ich nehme direkt die. Es gibt keine anderen, die ich haben will. Perfekt. Nehmen wir. Passt perfekt, Leute. Der Wagen ist einfach eine Schönheit. So, gehen wir direkt zu den Polsterungen. Da bin ich schon mal gespannt, ob ich bei den Sitzen noch die Sitzbelüftung einstellen kann, weiß ich nicht. Aber Leute, ich mache jetzt auf jeden Fall meine Traumkonfiguration aus diesem Wagen. So, funktioniert das? Ich glaube schon, oder? AMG-Lederpaket, ne?
Wie sieht das aus? Sieht das gut aus? Ja. Ja, das sieht genau aus wie dem Wagen, den ich jetzt fahre. Ich fahre nämlich aktuell die Yellow Knight Edition. Das sind quasi die gleichen Sitze, aber die Innenschale von dem Sitz, die ist noch ein bisschen gepolstert mit so Luftporen. Ich weiß nicht, ob da eventuell die Sitzbelüftung dadurch kommt, aber ich nehme den dann in dieser Farbe. So, weiter zu Zierelementen. Oh mein Gott, ich sehe schon kommen, ey. Das ist der Wahnsinn. So, Zierelemente, Holz, Linde, schwarz, offenporig. Das ist wunderschön, Leute. Wenn man sich so schwarzes Holz aufs Armaturenbrett machen kann, liebe ich, wirklich. Gönnt man sich dann einfach. Dann gehen wir weiter zu der Ausstattung. Und jetzt kommen wir, Leute, so wird der Wagen dann optisch aussehen. Es ist eine Farbe, die macht nicht jeder, die mag eventuell auch nicht jeder. Und es ist auch manchmal so, manchmal hat man keinen Bock auf Gelb und so. Aber ich liebe es einfach, wenn ein Wagen auffällig durch seine Lackierung aussieht und man auch die schwarzen Zierelemente so gut sehen kann. Wenn der Wagen schwarz wäre, würde man diesen Spoiler hier gar nicht so gut erkennen. Und ich finde, die Felgen, die stechen nochmal deutlich mehr heraus, wenn der Wagen eine andere Farbe als schwarz hat. Ist meine persönliche Meinung, Leute. Oh, schauen wir uns den Wagen mal von vorne an. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Oh mein Gott. Ich will jetzt nicht wie ein Fanboy klingen, aber Leute, ich feiere Mercedes seit der neuen A-Klasse, seit die, glaube ich, 2010 vorgestellt wurde. Da habe ich schon gewusst, ey, Mercedes geht wirklich jetzt mehr in die Richtung jüngere Leute als Zielgruppe und auch mehr sportliches Design. Ich finde, das ist krank. Das ist wirklich nicht mehr normal, was die alles raushauen gerade. Burmester Sound, Surround Sound System, Burmester muss mit rein. Also das Ablagefach, das tun wir auch noch rein für extra 40 Euro. Ey, ich will gar nicht wissen, wie teuer der Wagen sein wird, wenn ich den komplett konfiguriert habe. Panoramaschiebedach, Tirefit brauche ich jetzt nicht, Laderaum, AMG Real Performance Sound. So, lesen wir uns mal durch, was in der Beschreibung steht, was es genau ist. Schon ab Werk klingt Ihr Mercedes AMG unvergleichbar leidenschaftlich. Mit dem AMG Real Performance Sound wird der Sound noch emotionaler und Sie können bestimmen, wie sich der Turbomotor im Interieur anhört. Auf Knopfdruck kann der Sound zwischen sportlich dezent oder Motor sportlich emotional verstellt werden. Heißt im Umkehrschluss, Leute, der Wagen nimmt tatsächlich über verschiedene Sensoren aus dem Motorraum die Signale und den Sound und verstärkt sie im Innenraum. Es gibt andere Hersteller, die faken ihren Sound, aber bei dem Wagen, wenn es ploppt, wenn dieses Knallen kommt beim Zurückschalten auf der Drehzahl, dann ist es wirklich real. Es wird einfach nur verstärkt oder bestimmte Signale werden anders verstärkt. Heißt im Umkehrschluss, der Wagen hört sich für dich krasser an, wenn du ihn fährst, als es von außen ist, weil die ganzen Regularien sind. Aber man kann damit wirklich leben. Ich habe Videos gesehen, da hört sich das wirklich, wirklich gut an. Und man hat einfach dieses richtige AMG-Feeling. Und das meiner Meinung nach muss dann einfach rein. MBUX Augmented Reality für Navigation nehmen wir mal nicht. Die Einstiegsleisten tun wir auch noch mit rein. So, das dunkel getönte Glas. Oh mein Gott, Umfeldbeleuchtung mit Projektion. Ey, das ist sehr krass. So, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Klimatisierungsautomatik. Ich habe es voll falsch ausgesprochen, sorry. Thermotronic lasse ich drin. Die Sportsitze im Grundpreis enthalten. Jetzt die Frage. Das ist etwas, wo ich noch ein bisschen verwirrt bin. Also, ich habe jetzt Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer ausgewählt. Memory-Effekte. Jetzt sind wir allerdings hier. Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer. Wenn ich das auswähle, das verstehe ich nicht. Die Sitzheizung wird entfernt, wenn ich die Sitzklimatisierung aktiviere. Habe ich dann am Ende noch Sitzheizung aktiv oder nicht? Ich muss da eventuell mal sogar Mercedes fragen oder ein paar Kollegen, weil auf Sitzheizung will ich nicht verzichten, aber die Sitzklimatisierung ist halt einfach nochmal ein extra Luxus, den auch der C63 hatte und das habe ich schon wirklich gefeiert, weil im Sommer war das echt, echt nice, wenn der Sitz einfach belüftet ist und dein Rücken, du musst nicht schwitzen. Smartphone-Integration packen wir auch noch mit rein. Das kabellose Laden brauche ich jetzt nicht. Die NFC-Schlüsselkarte, nee. Digitales Audio, jawohl. Sidebags im Front. Ja, schade, dass so etwas nicht serienmäßig ist, weil Sicherheit geht vor, aber das sind halt keine Sachen, die vorgeschrieben sind, dass auch die hinteren Passagiere seitlich noch Airbags haben. Aber finde ich cool, dass sie es anbieten. So, Warnwesten. Ja, das braucht man. Das braucht man definitiv. Einen Feuerlöscher jetzt nicht, aber ey, krass, dass die sowas anbieten, ne? Geschwindigkeitslimit-Assistent, gerne. Nee, geht nicht, kann ich nicht machen, okay. Manche Sachen verwirren mich. Wenn ich das eine nehme, muss ich eventuell das andere nehmen und dann weiß ich nicht, ob ich beides noch habe. So, Tempomat, wenn ich da drauf drücke, Leute, dann muss ich, genau, dann geht's nicht. Boah, aber die Schlüssel, oh mein Gott, was für wunderschöne, her damit, wirklich. Das sind so schöne Schlüssel, also wirklich. Und Carsharing eventuell brauche ich nicht. AMG Ride Control, Fahrwerk.
Ja, gerne. Oh mein Gott, ich sehe schon, wir sind oben jetzt bei 90.000 angekommen für den Wagen. Eieieiei, das ist ganz, ganz viel. Aber hier kann ich jetzt auch das Lenkrad auswählen. So, ich hatte nämlich das Lenkrad hier komplett in Mikrofaser. Ich hatte das Lenkrad letztens nämlich komplett in Alcantara, aber das nutzt sich mit der Zeit ab und das wird dann quasi glatt. Aber ich würde jetzt wirklich das hier bevorzugen. Genau, so, Konfiguration. Okay, wir sind damit, glaube ich, durch, Leute. Also, wir haben jetzt wunderschöne 19-Zoll-Felgen, schön mattierte schwarze Felgen mit diesen Kappen, die herausstehen. Dann das Aerodynamikpaket in der wunderschönen gelben Lackierung im Sonnengelb. Panamericana-Grill, Schiebedach, 360-Grad-Kamera, alles, was man braucht. Ich hätte jetzt braucht gesagt, aber alles, was man möchte. Der Spoiler, ich bin verliebt in dieses Auto. Bin ehrlich, Leute, als ich den Wagen das erste Mal gesehen habe, den CLA, ich dachte, das wird mein nächster Wagen. Ob sich irgendwann eine Chance ergibt, dass ich den Wagen fahre, das müssen wir dann mal abwarten, Leute. Ich bin allerdings gespannt, wie der auch von innen aussieht. Also, wir haben jetzt tatsächlich... Okay, Freunde, ich glaube, das Thema hat sich tatsächlich erledigt. Hier steht nämlich in der Beschreibung, die Sitzklimatisierung belüftet die Vordersitze, kühlt sie ab und reguliert so auch die Feuchtigkeit. Bei kühlerem Wetter bringt die Sitzheizung die Sitzflächen und Lehnen schnell auf wohlige Temperatur. Okay, perfekt, hat sich dann doch für mich erledigt. Also, die Sitzklimatisierung bringt automatisch die Sitzheizung mit. Bin ich jetzt beruhigt, Leute, weil stellt euch mal vor, ihr habt Sitzbelüftung, aber im Winter bringt euch das nichts, ne? Weil es einfach kalt ist und ihr wollt Sitzheizung haben, ne? Schauen wir uns mal die Innenausstattung an. Also, wir haben hier wunderschön das Lenkrad mit dieser 12-Uhr-Stellung, mit diesem Gelb, die gelben Nähte, alles schön gelb verziert. Finde ich, passt einfach in der Kombination richtig gut. Dann haben wir die spezifischen Lenkradtasten, die jetzt auch exklusiv neu sind beim CLA. Also ihr könnt da diesem Rädchen quasi drehen und dann zwischen den verschiedenen Modi wechseln. So, hier die elektrisch einstellbaren Sitze, da das Holz, wunderschön. Burmester-Soundanlage und diese Cockpit-Ansicht, ne? Es ist... Alter, also wirklich, was Mercedes gemacht hat aus der A-Klasse und aus dem CLA, von der Innenausstattung, das ist meilenweit voraus, was Konkurrenten in der gleichen Fahrzeugklasse haben. Ich muss da wirklich, für mich gibt es einfach Leute, also so komisch es klingt, für mich gibt es quasi nichts anderes als Mercedes. Und wenn ich die Gelegenheit habe, so einen Wagen zu fahren, klar, ich bin auch Twingo gefahren, Leute. Und ich weiß, wie es ist, günstige Wagen zu fahren. Ich weiß, wie es ist, teure Wagen zu fahren. Quasi ist ein Auto ja nichts anderes, um ein Mittel von A nach B zu kommen. Nur halt der Komfort ist anders. Und das Gefühl und die Emotionen und die Leidenschaft dahinter, die finde ich, Leute, die verbinde ich einfach mit Mercedes, muss ich sagen, und auch mit AMG. Naja, so würde auf jeden Fall, Leute, mein CLA 45S aussehen. Wir sind jetzt bei einem Ausstattungspreis von 90.975 Euro. Ist wirklich, wirklich viel, aber dafür, Leute, dass man vorstellen muss, es sind so viele Sachen drin. 360-Grad-Kamera, Head-Up-Display, elektrische Sitze, Sitzbelüftung. Ich kann also alles nicht aufzählen. Aber Leute, also das, was sich halt für mich lohnen würde, wäre geschäftliches Leasing oder eventuell VIP-Leasing. Also VIP-Leasing wäre halt wirklich das Schönste, was man hat, weil davon zahlt man ja quasi 1% des Brutto-Listenpreises im Monat und man kriegt alle 6 Monate ein neues Fahrzeug. Aber es ist halt ein sehr exklusiver Club. Ich weiß nicht, ob ich da eventuell irgendwie vielleicht reinkommen könnte. Schreibt mal gerne eure Meinung zu dieser Konfiguration in die Kommentare. Ich bin mir sicher, es gibt viele gespaltene Meinungen zu dem Wagen, aber für mich ist es einfach meine Lieblingsausstattung. Wenn es nicht gelb ist, Leute, dann wird es auf jeden Fall weiß sein. Schreibt gerne eure Meinung, Leute, zu diesem Wagen in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich schaue mir die gerne mal durch. Und damit würde ich sagen, Leute, wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren den ID Night Kanal. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. ID Zock ist raus. Haut rein, Freunde. Ciao.